So langsam. Okay, ja, das geht ja schon mal munter los hier. Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Furious Let's Plays mit Bess. Und weiter geht's hier mit The Bard's Tale. Ihr musstet jetzt leider ein bisschen warten auf die nächste Folge, aber ich war leider ein bisschen krank. Man hört es vielleicht auch noch, ich habe noch ein bisschen eine belegte Stimme durch eine leicht verstopfte Nase. Die Tochter war leider auch krank, vor allem furios. Deswegen gab es jetzt hier so ein bisschen eine Pause. Aber jetzt nehme ich wieder ein bisschen was für euch auf und dann habt ihr wieder eine Zeit lang Spaß mit dem Baden und mit mir. Also, legen wir los. Wir müssen uns hier aus dem Turm rausklopfen. Und das macht man einfach mal. Nicht mehr genug. Mittlerweile in unserer Besetzung ist das ja relativ ausgewogen. Ich gucke noch mal, ob wir alles beieinander haben, ob alles soweit funktioniert. Man muss hier mittlerweile echt immer froh sein, wenn hier wirklich das iOS so arbeitet, wie du es dir eigentlich erhoffst. Yes, das Maria, da wackelt's hier. Und ich bin ja nicht gerade weit weg vom iPad. Leck mich am Arsch. Ja. Das sind mal Bebenanimationen hier. Ich hoffe, dass ihr da nicht die gleichen. Dass es euch nicht die Augen so verdreht wie bei mir hier. Da müssen wir weiter. Auf geht's. Alles geht zu Bruch. Oh, sorry. So. Wo geht's denn hier raus, bitte? Alter. Was hat denn das? Böse Magie. Proxy. Ah, da ist der Ausgang. Sehr gut. Nein, das ist ein Speicherpunkt. Verdammt. Aber den nehmen wir mal mit. Das sieht eh ganz gut aus. Ah ja, hier. Oh, wo, 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 wo. Hallo, 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 hallo. Ein Schnitter. So. Geht doch. Geht doch. Hörst du auf. So. Das ist gut gelöst. Haben wir noch einen? Ja, doch. So. Meine Heilerin zieht so unglaublich viel Akku. So. Na? Hallo? Jetzt hat... Freunde, weiter geht's. Yay! Boah. Na, 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 ein noch. So. Hopp. Geht doch. Mal hier weiter. Es geht ja immer wieder nach unten, das ist ja schon mal nicht schlecht. Der hat mal gut geblockt, würde ich sagen. Nicht schlecht, mein Freund. Hier in der Sackgasse. Mist. Hier. Kann ich ein bisschen drehen. Damit ihr auch wieder was seht. Das finde ich ja eigentlich. Das fand ich ja damals schon eigentlich cool. Und das gab's in der PC-Version damals auch schon. Man konnte die Kamera in der Blickposition drehen. Das fand ich ziemlich cool damals. Weil es war oft so ein Manko von diesen Vogelperspektive-Spielen. Dass man oft nicht gesehen hat, wo der Charakter gerade hinter der Mauer steht. Früher hat es das dann auch mal in der Lösung gegeben, dass man durchsichtige Wände hatte. Was aber eigentlich auch total bescheuert ist. Ja, können wir jetzt einmal durch, bitte? Ich wollte hier nicht übernachten. Raus will ich sowieso, also lasst mich doch einfach.
Ich glaube, hier waren wir schon mal, ne? Warte mal kurz Karte gucken. Karte. Ich hätte gerne nochmal die Karte. Karte ging. Hier herüber. Kein Grund, gleich laut zu werden. Ich komme ja schon. Okay, Karte geht mir wieder nicht. Nix. Nee, geht tatsächlich nicht. Kriegen wir auch anders gelöst? Ah, hier. Da ist der Ausgang. Ist das der Ausgang? Wir sind jetzt Ebene 3, ne? Haben wir uns gemerkt. Speicherpunkt. So, wo geht's hier lang? Ja, 2. Das ist gut. So, ich würde gerne. Ja, würde ich gerne. So. Was für ein Hacking hier in dem Turm hier. Da geht's weiter. Das ist so ein ätzender Zauber. Dieser, ich werf die mal zu Boden. Ja, der hier, genau. Oh fuck. Jetzt geht uns aber gar nicht mehr gut. Können wir uns darauf einigen, dass ich jetzt einfach mal nicht stehe? Für den Barden sein unvermeidliches und sehr verdientes Schicksal. Dich habe ich ja richtig vermisst. Dich habe ich ja richtig vermisst. Alter. So. Wir haben einen guten Speicherpunkt. Und wir haben keinen Controller mehr. Oh, nee, oder? Einmal ganz kurz. Ich mache kurz aus. So, dann kommt die Steuerung wieder. Und ich mache mal wieder an. Controller, bitte. Ja. Oh Gott, hoffentlich ist das nicht immer noch der Bug. Der war ja eigentlich schon gefixt. Ich habe ja schon so ein Beta-Bild drauf. Ich kann nur hoffen, dass sie es wirklich gelöst haben. Die da hinten müssen wir zuerst runterrollen. Die sind die, die am meisten nerven. Ich habe beim Starten des Spiels vorher den Hinweis bekommen, dass die Version des Spiels nicht mehr mit dem aktuellen iOS kompatibel wäre. Hab's aber trotzdem mal gestartet. Und, naja, es läuft schon noch, aber ich hoffe mal nicht, dass das der Hinweis in Bezug auf den Controller war oder so. Weil dann werden wir es leider irgendwann... Ja, wird's gehen? Oh Mann, ey. Weil dann werden wir es nämlich leider mal, das wollte ich nicht, hier ohne Controller fertig spielen müssen. Hilft ja nicht. Das ist ja... Heil mich. Könnte ich bitte? Heilung. Aber ich hoffe, das macht euch da nichts aus. Also. Hilft halt da nichts, ne? Wenn der Controller nicht mehr mag, was soll man machen? Die halten aber auch aus. Eine hohe Vitalität verbessert die Gesundheit des Barden, sodass er im Kampf schwerer zu besiegen ist. Okay, wir haben wieder Ton. Uli, uli. Diesmal möchte ich gerne ein bisschen was auf Vitalität geben. Das Glück wirkt sich in vielfältiger Weise auf die Abenteuer des Barden aus.
Und wie immer mein Rhythmusgefühl, ein gutes Rhythmusgefühl ermöglicht es dem Barden, magische Lieder virtuoser zu spielen. So, mal ganz kurz. Ich würde gerne noch ganz kurz speichern. Kann ich das hier? Das wollte ich nicht. Okay, das wollte ich nicht. Auch diese Aussätze jetzt gerade. Ich glaube, dass tatsächlich das Spiel langsam einfach buggt. Aber ist halt auch nicht mehr das Jüngste fürs iPad. Ja. Ich denke mal, wir kriegen das schon noch irgendwie durch. Bodenplatten. Attacke! Angriff! Gut. Aber die droppen nicht schlecht. Also so, was ich bisher gesehen habe, haben wir einen guten Loot-Drop. Die hasse ich ja wie die Pest, die Dinger. So, halten wir bitte noch kurz die Schurken hoch, wenn es geht. Bitte. Danke. Okay. Alles klar. Wer braucht meine Hilfe? Jeder von denen. Das müssen wir mal kurz hochhalten. Die müsste irgendwie schneller heilen können. Das wäre schon cool. Aber die macht das schon. Na, die Schurken mal. Ja, sehr schön. Der Rest geht unterwegs. Ah ne, jetzt brauche ich wieder den... Brauche ich den? Lass mal gucken, ob ich die Karte aktivieren kann. Ne, kann ich nicht, ne? Ne, geht nicht. Da brauche ich jetzt den Fitzelheini. Aber wen nehme ich denn da weg dafür? Brauche ich den überhaupt? Ich kann mich ja auch so orientieren. Okay, das war gut. Okay. War also eine schlechte Idee. Achso, niemals war fertig. Es werde Licht! Durch.
Da war nichts mehr. Haben wir alle? Alle? So, durch. Okay, hier haben wir wieder Licht. Das können wir heimschicken. Und. Kein Platz. Achso, ja, ja. Den hält nicht. Und dann hätte ich. Das ist doch neu, oder? Der Kollege war doch neu. Melde mich zum Dienst. Ja, dich nehme ich doch mal mit. Zeig mal, was du kannst. Attacke! Auf sie! Angriff! Okay, der kann was. Okay, der kann was. Hat zwar ein unglaublich lästiges NPC-Geräusch. Mit seinem Stechrüstungsschritt. Aber der kann was. Seht das an? Okay. Also, mir gefällt er. Angriff! Schneller. Attacke! Auf sie! Angriff! Auf sie! Oh Mann, ich schieße hier die ganze Zeit gegen die Mauer oder irgendwas. Und was wie dumm ist das denn? Okay, das ist echt nicht schlecht, ne? Reicht das noch? Okay, hat nicht gereicht. Zum Laufen. Geht das noch nicht? Ist noch nicht fertig gemacht. Verdammt. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Scheiße. Oh Mann! Warum diese Beschwörungszauber so lange brauchen? Ah, jetzt muss ich kurz. Ich bin ein bisschen schneller am Ding hier. Das bringt ja grad nichts. Nee, bringt nichts. Sorry. Und so endet unsere Geschichte mit dem tragischen Tod unseres Helden. Ist klar. Ist klar. So, nochmal. Oh, gut. Treffe ich davon jemanden? Oh Gott, das könnten zu viele werden. Angriff! Ich bin noch nicht.
Das kann ich nicht tun. Noch nicht. Hält denn der so viel aus? Wahnsinn! Sollen wir schon wieder davon aus? Oder hat der gut aufgeräumt? Da hat der richtig gut aufgeräumt. Super. So, sind wir wieder zusammen, alle. Das riecht ja schon fast nach Endboss. Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo, hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, nur ein wenig spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskalten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.